Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt eines Steam-Spiels Afterfall Insanity, die Extended Edition. Sieht so ein bisschen horrormäßig aus, und wir fangen einfach mal ein neues Spiel an. Auf normal, schwer und dann Insanity, ne, Wahnsinn. Wenn du ein neues Spiel spielst, ja. Ich habe es anscheinend schon mal gespielt. Neben anderen Einrichtungen verfügt die Schutzanlage Ruhm über einen, ich habe es nicht gelesen, nach 1945 war die Welt geteilt. Der globale Kalte Krieg hat nie aufgehört und endete in der größtmöglichen Katastrophe. Eine experimentelle Wasserstoffbombe, genannt Entropie, explodierte versehentlich und löste eine unglaubliche Vernichtung. Das Poncho-Geheimprojekt Afterfall ermöglicht es einigen wenigen Leuten in Bunkern zu überleben. Einer dieser Bunker heißt Glory und wird von Colonel Potocki kommandiert. Aber ein neuer Krieg muss geführt werden, diesmal gegen den Bunkerkoller. Eine Seuche, die den Bunkerbewohnern den Verstand raubte, wurde unter Tage eingeschlossen. Eine Seuche, die zu Wahnsinn führen kann. Zu Insanity. Insanity. Ja, muss ein bisschen mehr Grummel rüberkommen. Ich kann mich an das Spiel überhaupt nicht mehr erinnern. Und das ist auf meiner Liste gewesen, wo ich vorhatte, was zu Let's Playen, ja? Warum? Doch niemals ein Horror-Game. Warning. Contamination detected. Lockdown is in effect. Please wait until the contamination is removed. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, durch die Lüftungsanlage, ne? Kommt es selbstverständlich. Die Seuche. Wir sind gerade die Sicht aus Sicht der Seuche. Wir bahnen uns den Weg überall hin. Alles verseucht. Juhu, ein Ort, wo wir noch nicht geseucht haben. Hey, are you listening to me, Doc? Sorry, I might have missed something. Okay, skippen wir mal. Ah doch, ich erinnere mich wieder. Das ist, glaube ich, ein Shooter gewesen. Mit Hacken, glaube ich, ne? Lassen Sie mich mal. Drücke E. Gunstrom. Finde deinen PDA, ne? Personal Digital Assistant. Quasi ein Smartphone. Damals hat man das halt PDA genannt. Mittlerweile kann man es eigentlich Smartphone nennen. Ihr seht diese kleinen Wellen hier jedes Mal wieder. Das ist quasi so ein Vorbote der Insanity. Da ist ja der PDA, oder? Was haben wir hier noch? Ach, das funktioniert. Da haben wir hier schönes. Fernseher. Funktioniert auch. Ja, nur die Tür hat keinen Strom, ist ja klar. Ein PDA oder ein Tablet kann man sagen, ne? Drücke E. Na, dann muss ich erstmal wieder zur Tür. Drücke J, um den PDA aufzurufen oder zu schließen. Benutze sie zum Navigieren im PDA WSAD. Finde dein PDA, hacke die Tür. Waffen, Zustand, das Leben der Schutzanlage, Profile, Gegner, Media, Notizen, Angstsperre. Kriege ich mal den, da unten den Hinweis weg? Das wäre ganz geil. Na gut, dann halt. Doch, da. Ich nenne es Angstsperre. Damit lässt sich der Stresslevel überprüfen. Gemessen wird der Puls, Blutdruck, Hormondichte und das ganze sonstige Zeug, das ihrer Meinung nach für die Stressmessung benötigt wird. Viel Spaß. Grüße, Eric. Zählen und hacken. Okay. Leider kann ich irgendwie noch nicht rennen. Yes? Eingehen da. Nur ein schwarzes Gesicht. Now's not a good... It's not that I didn't try. It took some time to make up my mind. But it sure felt... Okay. Oh, sie ist weg. Hacken. Drücke E. Hackerangriff mit einem Codeknacker deines PDAs. Benutze WSAD um jede Sicherheitsstufe zu knacken, mit F beendest du den Codeknacker. Verstehe es nicht.
Okay, ich hab's noch nicht verstanden. Ich hab D, D und W gedrückt, also rechts, rechts und hoch. Sieh dich etwas um. Brr. Halt J. Ich muss da hinten hin. Die Dinger sehen aber richtig widerlich aus. Guten Tag. Dürfte ich mal bitte? Die leben alle. Die sind alle noch ziemlich frisch. Alter. Ich finde das immer beängstigend. So eine riesigen. Weiß ich, wahrscheinlich sind die im Weltall. Drücke, gucken, wo muss ich gerade Q drücken? Oder weiß ich nicht. Ja, was war gewesen? Schutzbunker. Ah ja. Ich finde das aber ziemlich gruselig, sowas. Ich will wieder hacken. Ich habe das System noch nicht richtig verstanden. Sieh dich etwas um. Einen munter machen? Nee, nicht sowas wie Kaffee. Hier wird einfach mal zack, wahrscheinlich Steroide reingepumpt. Eight. Ach, hier ist ein Energy Drink, okay. Ist euch das schon mal passiert, dass in dem Automaten tatsächlich was hängen geblieben ist? Also wahrscheinlich habe ich einfach noch nicht so viel gekauft da drin, dass das hätte passieren können. Irgendwie sehe ich jetzt mal in irgendwelchen Serien und Filmen oder Spielen. Immer bleibt da was stecken. Aber ich habe da jetzt mein Geld reingesteckt. Geh mit dem Marsch und einen trinken. Hier ist die Bar. Ach nee, hier ist er. Ich dachte, der Tisch wäre die Bar. Jo. Ein Caipirinha bitte. Wir werden das. Warum? What have I done? Anscheinend habe ich gerade ein Stück von der Sequenz nicht mitbekommen, aber whatever. Oh, flüchte aus der Bar. Verteidige dich. Was habe ich jetzt getan? Okay, ich habe den. Ich hab das Spiel anscheinend gerade nicht ganz verstanden. Aber wir können das auch boxen ein bisschen, das ist okay. Oh Gott. Ich glaube, ich muss einfach abhauen, oder? Kann das sein? Und komm, mit Umschlag kann ich hier richtig anvisieren. Ah ja. Jetzt habe ich mir das schöne Ding genommen. Pacificator oder so, ne? Halt keine Schusswaffe, sondern halt eine Nahkampfwaffe, die halt für den Nicht-Tötungsakt gedacht ist. Der hat einen epileptischen Anfall, okay. Zurück Caroline oder Caroline. Tja, was ist passiert? Ich wollte eigentlich gerade den Radar haben, aber ist okay. Komm ich hinten raus? Eine Dekontaminierungskammer? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Okay, ist alle auf einmal weg. Irgendwas? Sind jetzt alle wahnsinnig geworden? Jetzt haben wir hier nochmal ein Rohr. Ein großes Rohr ist auch nicht schlecht. Ich glaube, da kann man viel besser zuhauen damit. Was machst du hier? Freeze! Diese Area ist geschlossen, bis zu weiteren Notizen.
Alter, die haben Flügel. Hä? Da Fuck! Warum? Was? Wie bitte? Ich glaube nicht, dass ich gegen die kämpfen kann. Ne, ich muss abhauen. Faszinierenderweise hat er sich irgendwie gleich wieder umgedreht. Das Bunkersyndrom bringt Menschen auf, die über längeren Zeitraum in einem kleinen abgeschlossenen Bereich wie einem U-Boot oder einem Schutzraum im Untergrund leben müssen. Oh, ernsthaft? Er kann nicht mal rennen, Alter. Das ist schon Rennen bei ihm. Scheiß auf das Rohr jetzt. Freeze! Halt! Leertaste. Ach so. Na ja, gut, bin schon wieder tot. Man muss es gedrückt halten. Das hat aber vorher nicht funktioniert, oder? Wir gucken mal. Die Schützerlange Ruhm besteht aus 3 Untergeschossen. Tatsächlich doch funktioniert. Freeze! Aber dass die Wings haben, sind. Ich mal die Flügel an. Alter, sieht das geil aus. Ich liebe ja Flügel. Und tschüss. Aber wohin? Tja, wenn ich das Hacken halt noch nicht so richtig verstanden habe, dann bringt mir das natürlich auch recht wenig, ne? Also die Typen kommen auf jeden Fall nicht durch. Das heißt, ich muss einfach nur erstmal nur denen hier kloppen. Solange sie keine Waffen haben, ist okay. Pässe 4, 52. Verdammt nochmal. Okay. Ich raff das nicht. Ich hab's noch nicht gecheckt. Huch. Damn it! Okay, ich lauf grad nicht, ne, er läuft automatisch. Jetzt laufe ich wieder. Hallo! Dürfte ich mal bitte? Danke. Die schießen. Das ist unfair. Na, ob das so sicher ist, weiß ich auch wieder nicht. Hallöchen! The whole area is crawling with guards, all looking for you. Carolina, is she safe? As far as I know. Tja, gute Frage, wie wir sauer gemacht haben, ne? Leider werden wir diesen Teil der Story auch nicht mehr in Erfahrung bringen. Verstecke dich im Technikbereich, wechsle die Sicherung aus. Ich will ganz gerne nochmal hacken. Leider ist hier kein Hacking gerade. Das muss ich gar nichts. Drücke 5, okay. Ja. Kann mitnehmen, wa? That's what I was looking for. Kann man machen. Schalte den Strom ab. Wahrscheinlich so, wa? Ja. Einfach draufhauen. Zuerst muss ich die erste Reaktion. Blubber, 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 blubber. Endlich Strom. Thanks.
Ist ja voll räudig. Einmal dekontaminieren, bitte. Vielen Dank. Albert Tucker. Da vorne ist irgendwas. Ugh. Albert Tucker, 34. Psychiatrist. Albert Tucker, Pharmacologist. Albert Tucker, born on the 13th of May, 1999. Den Kopf, da wäre angestammt, ey. Das sehe ich da jetzt schon. Schreit eine Frau. Jetzt sieht doch wieder schick aus. Das ist ja hübsch. Jetzt sieht bestimmt gleich wieder kacke aus. Ja, sieht schön aus. Wie so ein Gefängnis, wie so ein Kerker. Ja, auch schön, ist erstmal eine andere Sache. Aber das sehen wir gerade, wenn jemand eine Leiter hochklettert. Naja, springen tun wir, sprinten tun wir ja nicht. Das wäre zu langweilig. Verstecke dich im Technikbereich. Grafikbug. Kontrollpunkt aktiviert. Das ist die Minderschutzanlage. Okay, wir sollen uns wieder mit ihr in der Bar treffen. Bedeutet das, das war nur ein Traum? Tatsächlich. Das war nur ein Traum. Ich kenne nicht mehr. I haven't been sleeping well lately. Sometimes I don't sleep at all. And when I finally manage to fall asleep, it happens at the worst possible moment. That in itself wouldn't be such a problem. But my dreams are ridiculous. They're convincing. So convincing that I forget I'm dreaming. When I wake up, images remain vivid, and I'm constantly accompanied by an irritating sense of deja vu. My REM sleep is usually inhabited by restless patients. Okay, also nur Träume. Naja, er wird halt wahnsinnig. Das äußert sich halt in diesen Träumen. Okay. Gut, Freunde. An der Stelle würde ich sagen, war es das gewesen, angespielt zu Afterfall Insanity Extended Edition. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Angespielt wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.